Hallo Leute, was geht? Zocki wieder für euch am Start. Heute will ich euch zeigen, wie ihr ganz schnell Pius töten könnt. Das heißt, das ist der Kerl, den ihr umbringen müsst in der Quest Pfad der Erleuchtung oder die Nadel im Heuhaufen. Und ihr braucht wirklich nicht sehr viel dafür. Ihr müsst nur ein Schloss öffnen, das oft sehr schwer ist. Das heißt, um in die Kirche zu gelangen. Und was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Das ist optional, also es ist nicht zwingend. Ihr braucht diese Stealth-Klamotten. Wie ihr die bekommt, das zeige ich euch auch in einem Video. Auf jeden Fall wäre es im Vorteil, wenn ihr die habt. Wie gesagt, es ist optional, es ist nicht zwingend. Was auch sehr wichtig wäre, meiner Meinung nach, überhaupt zu skillen, das ist Heimlichkeit. Und zwar den Perk Meuchelmord. Das heißt, ihr könnt einen Dolch benutzen, um jemanden heimlich zu töten oder Stealth-Modus auszuschalten. Und yo, ich würde mal sagen, wir legen gleich los. Wie gesagt, die Klamotten sind nur optional, also ihr braucht sie nicht. Das heißt, ihr könnt ganz chillig auch in eure ganze Rüstung da reinlaufen. Ihr müsst bloß vorsichtig sein, dass euch keiner sieht oder erkennt. Und yo, wir befinden uns jetzt hier vor dem Eingang der Kirche und wir gehen hier lang, wo die ganzen Arbeiter hier sind, und da gelangt ihr dann in diese Gruft. Also es ist so eine Gruft, so eine Baustelle hier, und wir gehen dann durch diese Tür durch, und hier ist eine Treppe. Das ist die Tür, die ihr öffnen müsst. Das heißt, ihr seid dann gleich in der Hauptkathedrale, wo die Mönche dann beten. Wir begeben uns aber in die Schlafräume der Pfarrer. Und Pius heißt mit dem Decknamen Antonius, also Novize Antonius. Und der befindet sich genau da. Und wir gehen jetzt da hoch. Und schalten den Pius aus. Und die Quest ist dann für uns erledigt. Das heißt, ihr müsst nicht die ganzen Sachen da machen. So, jetzt steht heimliches Töten. Und wir drücken auf L2 und killen den Pius. Das heißt, Aufgabe begonnen, töte Pius. Und so macht man diese Quest ganz easy, ohne, sagen wir mal so, die ganzen, die ganze lästige Quest im Kloster zu erledigen müssen. Und was wir noch machen müssen, ist natürlich die Würfel stehlen. Und da sind die sonderbaren Würfel. Die müssen wir den Banditen später zeigen. Und das war's eigentlich. So einfach geht es. Wer sich die lästige Quest im Kloster ersparen will, macht es so wie ich. Und jo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, und unten könnt ihr mich auch natürlich kostenlos abonnieren. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, einfach auf die Glocke drauf. Ihr werdet dann benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir rauskommt. In diesem Sinne sage ich ciao Leute, bis zum nächsten Mal.